Dann nehmen wir unseren allerersten Auftrag mit unserem allerersten LKW an. Oder auch nicht. Premium Trucklines, so sieht's aus. Also das ist der Unterschied zwischen dem und dem. Ich erkenne da keinen, ich nehme mal den. Nehmen wir mal einfach lang. Ja. Weil wir ein bisschen Spaß haben. Auch wenn es nicht auf die Länge ankommt. Gut funktioniert. Was ist das an dem hier so besonders? Ich verstehe es nicht. Egal. Fresno. Ja, komm. Man merkt, man hat jetzt hinten was drauf. Oh, fahren wir jetzt hier komplett durch Los Angeles wieder durch. Ah, ist ja Wunderbärchen. Kommen wir ja wieder genauso gut voran wie vorher auch. Ja, die Motorbremse ist gut. Vielleicht täuscht das doch. Der scheint gerade auszuholen, ne? Ja. Ja, wenn du nicht fährst, dann fahr ich halt alleine. Hast zwar grün, aber... Da sind mir dann jetzt auch egal. Selber schuld. So, das heißt, nächste Ziel ist, glaube ich. Oh, ich müsste lügen. Ich glaube, 100.000 wieder einzufahren. Wie bekommen wir eigentlich nochmal hierfür? Ich habe gar nicht darauf geachtet. 18.500. 18.800. Ich meine. Den zu upgraden, die Garage kostet, meine ich, 100.000. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht wird erstmal die Garage geupgradet und dann ein weiterer LKW gekauft.
Ja, wahrscheinlich ein Schatten-LKW für einen weiteren Fahrer. Dann würde ich sagen, macht es mehr Sinn, wenn man auf 200.000 spart. Powerplay jetzt einfach mal. Kann man nicht beides gleich in einem Rutsch erledigen? Man kann danach Schritt für Schritt so gesehen danach auf einen weiteren Fahrer sparen, weiteren LKW sparen und dann dem Fahrer ausrüsten und danach die Garage wieder upgraden. Das ist glaube ich eine gute Strategie. Ich würde sagen, wenn wir eine volle Garage haben, dann können wir uns den Mac holen. So als Bonus, so als Verdienst halt, ne? Und mit voller Garage meine ich jetzt halt so gesehen die zweite Garage, wenn wir die zweite Garage komplett voll haben. Sprich voll mit Fahrern und LKWs. Und nach der ersten Garage können wir dann den Cascadia ein bisschen. Naja. Also halt vielleicht auch zwischendurch schon, aber ab dann halt gezielt auch auf Upgrades vom Cascadia eingehen. Auf die Interstate 5. Nach Fresno. Zieht sich jetzt erstmal ein bisschen hin, so ungefähr 200 Meilen, 240 Meilen. Im Grunde genommen, bis wir da sind, denn die Interstate 5 nach Norden, die geht ja doch schon weit. Wir sind ja schlicht in Kalifornien.
können wir zumindest mal die Landschaft genießen. Im Freightliner Cascadia. Solange es nicht ständig bergauf und vor allem bergab geht und dann Cops hinter uns sind, ist es alles tutti frutti. Wir haben keinen Retarder drin. Eventuell nicht und nie, aber oder auch nicht, aber bald. Aber schön, knapp 20.000 hierfür zu bekommen. Dann sind es vielleicht 12, 13 Touren, wenn alles glatt läuft, und dann haben wir auch schon wieder den nächsten Meilenstein. Was ich wirklich nochmal machen muss, auf der Tastatur mein Mikrofon muten und dann per Klick das wieder entmuten. Weil normalerweise wäre jetzt mein Mikrofon gemutet, allerdings habe ich das natürlich mal wieder ein bisschen verplant. Also, bei mir ist die Rollentaste halt Mikrofon muten und entmuten. Und das leuchtet gerade. Normalerweise leuchtet das immer, wenn das Mikrofon entmutet ist. Ach, schön. Es geht bergab. Machen wir nochmal ein schönes Foto von. Ich bin mal gespannt, obwohl ich habe es noch gar nicht genug durchgelesen, um da wirklich drüber reden zu können. Aber ich bin mal auch. Ich bin mal sehr gespannt, was uns alles so erwartet an verrückten Aufträgen, wenn es dann das Spezialtransporter Schwerlast DLC für American Truck Simulator gibt. Da erwarten uns bestimmt riesige Brocken. Vielleicht müssen wir so ein riesiges Steak nach durch Texas fahren. Obwohl, wir sind ja voll schwach, wenn wir keine Warnblinker anmachen. Das ist natürlich sehr blöd, wenn der Motor hier auf dem Berg überhitzt. Das ist natürlich sehr ungünstig. Oh, ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Ich wollte meinen Papierkorb lernen lassen. Naja, das ist wieder 300, also knapp 200 GB an Aufnahmen schon wieder weg sind. Also hochgeladen. Na egal. Hab aber noch genügend. Oh oh, wenn jetzt die Polizei kommt. Ich bleib mal im siebten Gang, als wenn noch so gesehen die Motorbremse nutzen können. Obwohl, nee, so steigt es mal wirklich weg ab. Aber gleich, glaube ich, wieder. Ich bin aber im achten Gang. Ich weiß nicht, ja. Ah, der geht wieder auf den 10. War ja halb so wild. Das ist mir so schnell, dass wir hier mit 90 Meilen runterbrettern würden, wenn wir jetzt nicht in einem niedrigen Gang fahren würden. Also können wir uns hier ein bisschen ausrollen lassen, bis wir dann auf 58 Miles per Hour sind. Fahr schneller! Meine Fresse. Oh, fick dich doch.
so deswegen. Oder langsamer. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie mit auf der Straße stehen. Geil. Obwohl vor jemand, naja, hat jemand wohl eine Verfolgung gesagt. Geleistet, die er offenbar nicht ganz so grandios abgeschlossen hat. Wir haben noch, müssen glaube ich 6 Stunden schlafen, 7 Stunden schlafen, mal 6 Stunden schaffen wir locker. Easy going, können wir noch vorausliefern bei Gallon Oil. Fresno, weiter geradeaus auf der Interstate. Ne, gar nicht, Moment, hä? Nicht mehr Interstate 5? Okay. Ups. Habe ich einen kleinen Schwenker gemacht? Wollte ich gar nicht. Wir müssen ja jetzt hier mal schlafen und tanken müssen wir ja auch. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Hauptsache ein eigener LKW. Und Hauptsache kein normaler Standard-Peterbilt oder Canvas, sondern was Besonderes. Denn wir sind ja besonders. Besonders doof, aber... Na, fahr, ich kann jetzt nicht aus. Okay, bitte fahr nicht. Ich wollte eigentlich sagen, ich kann nicht mehr Platz machen, aber. Noch 120 Meilen auf dem Highway 99, glaube ich, hoffe ich. Alter, WTF. Ich hab's ja schon geahnt. Ich hab schon kommen gesehen. Aber es war trotzdem wieder ein unerwarteter Schockmoment. Noch ein bisschen dichter oder
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sonst noch Wünsche? Meilen noch sind wir in Fresno, oder wahrscheinlich eher so 60 Meilen sind wir in Fresno und 70 Meilen sind wir dann bei Gallen. Oder wir sind schon bei Fresno vorbei, wir sind sogar schon, nein, nicht ganz. Wir sind bei Fresno, noch bei Gallen in Fresno. Rein, ne? Das kann ein Problem werden. Wir müssen nur auf eine LKW kommen, das schaffen wir halt. Oder wir müssen halt irgendwo anders drehen. Dann haben wir einen, da vorne ist, glaube ich, nee, da vorne ist die Tankstelle. Boah, bei mir ist es richtig dunkel. Geil, ist dann dahinter. Haben wir dann doch noch geschafft. Bremsen die da schon vorne, aber stehen die schon? Die stehen ja schon wieder fest. So, nächste müssen wir auch nicht rechts raus. Ich dachte, das wäre jetzt da hinten rechts. Ja, ist doch da hinten rechts. Wollen wir mal gleich kassieren, würde ich sagen. Nachdem wir schön eingeparkt haben. Mal schauen, was für einen Spot wir bekommen. Kann man auch mal das Licht anmachen, oder nicht? Er wird doch garantiert auch gleich bei Fresno da oben vorne raus. So wie ich unser Glück kenne. Nee, doch nicht.
Super Spot bekommen. Ah ne, müssen wir sogar vorwärts reinfahren, wir haben gerade auf. Ich schaue ein bisschen rückwärts rein. Der Rückwärtsspot ist ja, glaube ich, immer da rechts. Na gut. Dann wollen wir mal kassieren. So, 99 Meilen, 6,3 Viertelstunde, knapp 57 Gallon verbraucht und insgesamt 18.815 Dollar und das andere war EP, so. Hallo Didu. So, dann muss ich mal eben halt ganz flix machen, bevor ich es wieder vergesse. So, erledigt, das ging schnell. Dann wollen wir mal gucken, was wir gleich wieder für einen Auftrag bekommen.